Und herzlich willkommen zurück zu Motorsport Manager. Erstmal kurz zu den Einstellungen. Die Musik ist ein bisschen laut. Audio-Einstellungen. Ja. Musik ist relativ laut heute. Hallo. Ja, okay, perfekt. Und weiter. So, wir schauen mal auf den Wagen. Der wird da werden aktuell die Bremsen quasi repariert. Ui, was ist hier? Das ist ein. Ah, ja, stimmt. Wir haben ja ein Regelbruchrisiko. 20 Tage vor dem Rennen, einen Tag vor dem Rennen, einen Tag nach dem Rennen, ja. Und Fahrer scouten, ich habe da so einen Tipp bekommen von jemandem Bekannten, von Rufus, wen man da scouten könnte. Mal schauen, ob da hier auch ist. Ob der hier auch ist? Ich hoffe doch. Dominik Baumann. Hier. Bocconcini kann man mal. So. Ich habe schon mein Team. Meine Mitarbeiter. Adrian Rosenquist. Und ich bin jetzt auch drauf und dran. Wir sind jetzt im vierten Rennen. Wenn ich jetzt anfange zu sparen, können wir sogar aufsteigen. Das ist eigentlich so das Ding, was man machen könnte. Vielleicht. Also jetzt alle Teile so ein bisschen verbessern. Oh, Kapstadt. Ne, wenn wir so bleiben, wie wir sind. Und noch halt paar regelwidrige Teile bauen. Dass wir dann auf einem guten Niveau sind in der Formel 2. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich da zusammensparen muss, um dort gut dabei zu sein. Und wir dominieren aktuell die Meisterschaft. Also das erste Rennen, nur das erste Rennen, waren wir nicht auf dem ersten Platz. Und die letzten beiden Rennen haben wir eigentlich das Geschehen dominiert. Deshalb ist das eigentlich schon. Oh, wir haben jetzt schon knapp 30 Punkte Vorsprung. Und wir können es ja so wie Ferrari machen, wo er heute war, wo ich, also Aufnahmetag ist, die Stunden nach dem Rennen in Melbourne. Und ich würde sagen, das war clever gemacht von Ferrari. Sehr clever. So, wir haben jetzt eine Bremse, die gut ist. Die hat ein richtig hohes Risiko. Und die werde ich. Ich werde nur eine davon einbauen. So. Aber lass sie erstmal hier fertig machen mit der Zuverlässigkeit. So. Ach, siehst du, ich wollte ja was bauen lassen. Wir haben nämlich nun. Unser Motor ist der beste. Getriebe ist nicht sehr gut. Bremse ist ohne gerade die beste. Heck. Aufhängung ist ohne gerade die beste. Eigentlich müssten wir jetzt in die Aufhängung investieren. Aber nach dem Rennen will ich nichts mehr investieren. Das ist es ja. Und jetzt ist noch die Abstimmung. Hier soll die Abstimmung zur Begrenzung der Boxenmannschaft. Mal gucken. Politisches. Diese Regel ist ein Vorteil für Teams, nachteilhaft für uns. Aber wenn ich aufsteigen möchte, ist es mir wurscht. Also ich enthalte mich mit meinen beiden Stimmen. Ich bin höchstwahrscheinlich nicht der Einzige, der sich enthält, denke ich mal. Aha, Lotus Racing, für die war das da vorteilhaft. So, einfach mal hier. Audi dafür, dagegen, enthalten, enthalten. Oh, angenommen.
Ja, wow, die Kosten erhöhen sich um 15.000, das ist ja. Aha. Es herrscht nun eine Politikpause. Regeln für nächstes Jahr anzeigen und wir ganze Boxen ziehen. Ja. So. Ich habe jetzt zwei Stimmen nächstes Mal. Umgekehrtes Starterfeld, das ist mir eigentlich auch relativ wumpe. Weiter, ich will jetzt Rennen fahren. Fahrerscouting abgeschlossen. Okay, Bericht. Eine gute Aufhängung. Bla, blieb, wunderbar. Telemetriestation. Haben wir das Geld noch dafür? Ich möchte jetzt nur noch jetzt investieren, danach nicht mehr. Neue Gebäude haben wir kein Geld. Gebäude erweitern. Eieieiei. Wo ist die Telemetrie? 6 Millionen. Alter. Aha. Besucherzentrum und Hubschrauberlandeplatz ist höchstes Level erreicht. Telemetriestation wäre nicht schlecht für das Getriebe. Aktuell haben wir alles auf hervorragend. Das wäre dann episch. Simulator wäre die Aerodynamik nicht schlecht. Fuck, 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 fuck. Telemetrie, Getriebe. Wenn ich jetzt. Ach komm, das Risiko gehe ich jetzt ein. Ja, bestätigen. Ein leichtes Minus, aber das müssen wir durchhalten bis zum Rennen. Kriege ich Ärger be bestimmt für meinen Bus. Aha, schlechteren. Na, schlechteste Fahrer. Durchgeführt. Rennen in Vancouver von der Formel 1. Muss das denn so lange dauern? Hauptquartier haben wir sowieso schon das beste. Fahrer, naja. Sponsoren haben wir auch noch nicht die besten, aber es wird. Denken zu den Finanzen. Ja! Verstanden. Aye, aye, Captain. Go, go, go. Arbeiten abgeschlossen. Und reise nach München. Nachrichten. Zuverlässigkeit abgeschlossen. Scouting. Gehen wir nochmal zum Wagen. Die werden so 11 Tage nach dem Rennen fertig. Von den beiden neuen Heckflügeln. Von den beiden alten Frontflügeln. Und hier oben das Ding. Das andere wird wohl nie eingesetzt werden. Oder vielleicht doch. Man weiß es nicht. Weiter. Ja, gut. Ich habe da große Auswahl. Teileinstallation zum Teile einbauen. Ah. Frontflügel haben wir den Originalen. Hoch erfreut. Nicht besser, nein. Ist die Zuverlässigkeit dann nicht hoch genug? Weiter. Beide sind hoch erfreut. Die denken alle, warte. Von da ist besser als das von Nick. Weil Fahrer. Huhuhuhu. Haha. Ihr seid beide lustig. Und jetzt geht's ans Geld sparen. Hundertprozentig sparen. In München. An der Rennstrecke. An der Rennstrecke. An der Rennstrecke. Nochmal einen Schluck nehmen. Mein eigenes Fazit zum Rennen.
Ich sag mal so, Ferrari hat's ganz gut gemacht. Was ist ganz gut? Die haben halt Raikkonen geopfert, um Vettel nach vorne zu bringen, um Hamilton unter Druck zu setzen. Das war halt das Problem, dass Bottas halt eine vorne da war, weil er den Crash gehabt hat. Und ein neues Getriebe gebraucht hat. Hat quasi jetzt schon das zweite Getriebe. Ich weiß ja nicht, wie viel man einsetzen darf. Oh nein, Regen. Ja, mal gucken. Wasser auf der Strecke. Ich mach das mal so ganz extrem. In das. Du fährst raus damit und du fährst auch mit den Mediums raus. So, du fährst auch mit Medium raus zum Training. Stopp, losschicken. Stint, Quali Trim, bla. Losschicken, Stint, Quali Trim, 10 Sekunden. Losschicken. Das ist eine relativ kurze Runde, glaube ich. Oder? Nö, die ist lang. Ja, ich bin am Ende wieder trocken. Oh. Hocherfreut. Ist okay, das ist schlecht. Fährst doch nochmal das gleiche. Okay, ausgezeichnet. Also habe ich, glaube ich, ins verschlechtert. Oh, oder? Nee. Also muss ich irgendwas in der Mitte treffen. Und hier auch. Oder noch weiter hoch. Ich probiere es mal so. Probier's mal so weiter. Für Abtrieb, ja? Okay.
So. Oh, sorry, dass ich jetzt reingepustet habe, das wollte ich jetzt nicht. Hereinholen, mal 12. Scheiß lange Strecke. Hast die vorne jetzt alle. Wow. Verpennt. Die Aufhängung ist immer noch nur okay. Die ist jetzt schlecht wieder. Und die muss in die Mitte. Hier irgendwo. Ausgezeichnet. Läuft doch. Quali-Trim macht der Hidefett full. Du machst Renntrim. Jetzt wird er gleich trocken. Fährst du 4 Runden. Mann. Muss ich nur noch um Raikön kümmern. Ausgezeichnet, gut. Gut. Okay, das ist schlecht. Das ist gut, also. Ja, lass mal nochmal so rausfahren. Jetzt wird's trocken. Du musst sowieso noch ein Qualifying trimmen, wieder die alten Reifen und drauf. Und weiter. Gut, ja, mir egal, was ich freigeschalten habe. Beide haben eine gute Fahrerform. Outlap, Inlap. Hervorragend, das ist. Das ist super. Lass ich so. Stint ist freigeschalten. Renntrim. 8 Runden Reifen bleibst du. So schicken. Vorn so zu Ende. Ob er es noch hinbekommt, ist mir fraglich mit den Inters. Aber mir wurscht. Gut. Renntrim wird arschknapp. Aber. Ach komm. So knapp davor. Jetzt auch los. Gut, nur 2 Zehntel Unterschied, aber halt wird es heute zu spät raus. Weiter. Ah, Mann. Qualifying ist natürlich trocken. Das ist.
Natürlich Intermediate. Sehr weich, ist okay. Hat die erste Chance. Darf losfahren. Papp. Muss ich dann speichern. Bevor ich den noch ein zweites Mal rausschicke. So, gucken wir uns mal bei Heidfeld die Einführungsrunde mit an. Ach, und hier der. Boah, der Optimalbereich ist dann riesig. Bild ist perfekt, Herb. Gut, gut beim Heidfeld. Gucken, wie es dann beim Da Costa wird. Aber Heidfeld hat jemand vor sich und Da Costa hat freie Fahrt. Also ich denke mal eher, dass Da Costa die gute Runde fahren wird, obwohl. Ja, er nimmt halt im Heidfeld dann die gute Zeit weg und Heidfeld hat er halt auch. Oh. Ja. Jetzt kommt schnell wieder rein, da kann ich euch gleich rausschicken wieder. Erstmal speichern. Heidfeld München. So. Okay. Speichern, Da Costa. München. Man weiß, für wen ich mehr Sympathie habe. Zu knapp wird's nö. Ich hätte noch eine Minute warten lassen können. Glaube ich. Gut, nicht gerade eine Minute, aber gut, aber perfekt und gut. Aber schon wieder einer vor. Ach Gott, okay. Okay, 50 Sekunden hätte ich noch. Und trotzdem war ich noch vor mir. Wie sieht's beim Da Costa aus? Auch einer vor ihm, aber weit genug. Aber Heidfeld hat wieder genau ihn vor der Nase. Überhol den doch einfach. Es wird schon schlechter, das ist schon Grütze. Bei Beden. Große Grütze bei Beden. Noch schnell, wir warten ja bloß noch auf ein Fahrzeug. Aber zweiter und vierter, das ist eine gute Basis fürs nächste Rennen. Darauf können wir aufbauen.